Zwar starten wir wie immer mit der aktuellen Corona-Situation, aber die Pandemie gerät so ein bisschen in den Hintergrund angesichts der Flutkatastrophe an der A. Dies alles und noch mehr in dieser aktuellen Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Bleiben Sie dran. Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zu dieser 27. Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie immer zunächst die Corona-Situation im Landkreis und in der Stadt. Ja, herzlich willkommen zu Wir im Landkreis die Woche. Eine weitere Ausgabe über die Berichterstattung, alles rund um die Kreisverwaltung und um unsere Pandemie. Was die Inzidenzzahlen anbelangt, haben wir einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Und ich darf an der Stelle darauf hinweisen, dass der Anstieg nach wie vor keinem konkreten Ausbruchgeschehen zugeordnet werden kann und dass vor allem zwei Drittel der Neufälle sich auf US-amerikanischer Seite belaufen und vor allem dort im Bereich der Amerikaner auf die US Army. Wir sind mit dem amerikanischen Verbindungsbüro in Kontakt und versuchen das zu analysieren. Auch hier ist das Infektionsgeschehen nach wie vor als diffus zu bewerten. Von daher sind wir bemüht, diese Dinge aufzuklären, aber es besteht aus meiner Sicht noch kein Grund und kein Anlass zur Besorgnis. Wir haben das sowohl von Seiten des Gesundheitsamts in der Kontaktpersonennachverfolgung im Griff und werden den Dingen nachgehen. Ja, und nochmals ein Aufruf zum Impfen. Im Impfzentrum Kaiserslautern auf dem Opel-Gelände wird es kommenden Mittwoch und Freitag jeweils einen Sonderimpftag geben. Man muss sich nicht anmelden. Man braucht keinen Termin, einfach hinfahren und sich impfen lassen. Ja, dann darf ich auf zwei wichtige Termine hinweisen. Das sind übrigens Aktionen, die landesweit initiiert werden. Wir bieten eine Sonderimpfaktion im Impfzentrum ohne Termin und mit Vorlage des gültigen Personalausweises an. Bitte die beiden Termine am 28. Juli und am 30. Juli vormerken, jeweils von 8 bis 16 Uhr ist unser Impfzentrum in Kaiserslautern geöffnet. Und Sie erhalten hier die Möglichkeit, wie gesagt, ohne Termin, ohne Voranmeldung, ohne Registrierung, einfach kommen, vorfahren, impfen lassen. Wir stellen die beiden Impfstoffe Moderna und BioNTech zur Verfügung. Und bitte ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Es kann aufgrund der Nichtvoranmeldung zu längeren Wartezeiten führen. Und wenn Sie alle notwendigen Informationen und Unterlagen mitbringen, dann geht es auch relativ zügig vonstatten. Bereits stattgefundene Sonderimpfaktionen wurden hervorragend angenommen und ich appelliere hier nochmals an alle im Sinne unserer Impfquote und auch aus Solidarität für unsere Gemeinschaft, dass wir von diesen Impfaktionen Gebrauch machen und werben Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis darum, dass sich möglichst viele impfen lassen. Vielen Dank. Ja, das Ausmaß der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel, das ist ja mit herkömmlichen Maßstäben kaum zu fassen. Auch der Landkreis Kaiserslautern unterstützt die Betroffenen vor Ort. Ja, dann haben wir natürlich auch unsere Flutkatastrophenbetroffenen Gebiete im Eifelkreis, im Landkreis Kaiserslautern unterstützt. Es sind zahlreiche freiwillige Feuerwehren und unser Katastrophenschutz mit vielen Teileinheiten im Einsatz. Ich hatte gerade diese Woche in einer Landrätekonferenz die Gelegenheit, auch mit dem am stärksten betroffenen Landratskollegen Dr. Pföhler zu sprechen, wie die Lage dort oben ist. Also es ist wirklich katastrophal, was sich aufgrund dieser Flutkatastrophe abgespielt hat. Es gibt keinerlei Infrastruktur mehr vor Ort. Wir haben viele infrastrukturelle Probleme, kein Telefon, keine Versorgungsleitungen mehr, Abwasser, Strom, Handyverbindungen, Mobilfunk, alles zusammengebrochen und das
hat natürlich, das haben Sie sicher alle verfolgt, eine konzertierte Aktion zur Folge gehabt, landesweite Hilfsaktionen, und auch wir beteiligen uns mit unserer technischen Einsatzleitung, mit unseren Fernmeldern, mit unseren Schnelleinsatzgruppen, mit unserer Rettungshundestaffel, unsere Orgleiter, unsere leitenden Notärzte und wie gesagt auch eine Vielzahl von Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren unterstützen hier vor Ort. Mein ganz großes Dankeschön an diese Einsatzkräfte, an die das ja überwiegend im Ehrenamt ausüben. Das zeigt, dass unser Land auch in solchen Krisen von der Solidarität, von der Gemeinschaftshilfe lebt und dass Deutschland auch in diesen Situationen ein starkes Land ist. Ja, ganz viele ehrenamtliche Teams und Helfer sind ja aus dem Kreis aktiv, dort auch an der Ahr und in der Eifel. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl, die hat sich eine ganz besondere Spendenaktion ausgedacht. Wir haben dazu ein Video gemacht, das finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. YouTube, wir im Landkreis, dort ist das Video veröffentlicht. Und auch in der gedruckten Ausgabe, der gedruckten August-Ausgabe des Wir im Landkreis, werden wir mit diesem Thema aufmachen. Und dazu gibt es dann auch noch Fotos, die Sie dort sehen können und bald darauf dann auch auf unserer Homepage www.wirimlandkreis.de. Ja, dann haben wir natürlich noch zwei erfreuliche kreisinterne Jubiläen zu feiern. Zum einen ein 40-jähriges Dienstjubiläum unserer Sigrid Briebe, sie ist Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes. 40 Jahre Dienstzugehörigkeit im öffentlichen Dienst und auch bei uns in der Kreisverwaltung. Hierfür herzlichen Dank, liebe Frau Briebe, und vor allem dann noch ein weiteres Jubiläum, 25 Jahre, eine Mitarbeiterin in unserem Jugendamt, Simone Schuh. Sie ist, wie gesagt, 25 Jahre uns zugehörig, und auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und eine weitere Verabschiedung dürfte ich diese Woche vornehmen. Eine langjährige Mitarbeiterin, eine gute Mitarbeiterin in unserem sozialen Dienst, Frau Ute Schneider, wohnhaft in Ramstein, Beziehungen zu Steinwenden. Und sie verlässt uns aufgrund ihrer Ruhestandsversetzung. Auch hier haben wir eine würdige und schöne Abschiedsfeier veranstaltet intern. Und ich wünsche Frau Schneider alles erdenklich Gute für ihren dritten Lebensabschnitt. Ja, mehr hierzu und wie immer ständig aktuell auf unserer Website www.wirimlandkreis.de und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen. Bei der Gelegenheit abonnieren Sie doch unsere Kanäle, dann bleiben Sie immer up to date und immer bestens informiert. Ja, die nächste Ausgabe, die nächste Printausgabe, die gedruckte Ausgabe des Wir im Landkreis erscheint Anfang August, wie immer kostenlos in Ihrem Briefkasten. Dann bleibt mir noch zu sagen, machen Sie es gut.